So, sag ich mal, ein Anbau, der dann ein bisschen den Berg runter geht, dann ist das nämlich doof, dieses Ebenen. Dann sieht das nämlich richtig künstlich aus. Ja, das wird ja auch wieder normal aussehen. Lass mich bauen. Wäre besser. Wenn das fertig ist, wirst du darüber nicht meckern, weil damit nicht mehr existiert. Beziehungsweise man sieht es dann nicht mehr. So, ich habe noch ein bisschen Weizenkörner. Weizenkörner. Der Scheiß kommt dahin, der Scheiß kommt dahin, die Pfeile kommen dahin und dann habe ich erstmal noch ein bisschen Kobel. Aber ey, bei mir in der Schule, die eine war auch, ist einer auch gut, ne? Die ist jetzt Schule weggegangen, mit dem Grund, das ist zu viel Theorie. Nein! Doch. Ich denke mir nur so, du bist in einer Schule. Da könnte es passieren, dass du theoretisch arbeitest. Zu viel Theorie. Was eine billige Ausrede ist denn das, ey? In einer Schule. Ja, sie dachte ja, weil das ja chemiemäßig ist und die auch Laborunterricht haben, die dachte so ungefähr, wir hätten Mathe eine Stunde, Deutsch eine Stunde und der Rest dann nur Labor. Die weiß aber schon, dass das ein Fachabi ist und nicht die Ausbildung, ne? Ja, mit einer Ausbildung, aber da ist halt auch ein Fachabi drin und dafür brauchst du auch deine Fächer. Ja, ja, klar. Und außerdem, du kannst nicht alles im Labor, das ganze Rechnen und so was, wie willst du das praktisch machen? Wolltest du dann per Namentanzung oder was? Tanze mir die Zahl 4. Das sind 2. Eieiei. Tanze mir 263,15 Kelvin. Ja. Rechne tanzend 10 Grad in Kelvin um. Das ist peinlich. Ist doch das logisch, peinlich. Dass da. Vor allem, weißt du, was sie jetzt machen will? Sozialarbeit, wo du eine schulische Ausbildung für brauchst. Boah. Wo ich mir denke, das wird noch theoretischer, weil du da gar keine Praxis hast, außer deinen Praktikas. Ja, lass sie doch, wenn sie meint, sie muss. Schon klar. Du hast eine Konkurrenz weniger? Ja. Ja gut, später in Arbeitskampf wird das etwas leichter, weil die meisten aus der Schule wollen studieren gehen. Und ich nicht. Aus deiner Klasse wollen welche studieren gehen? Die schaffen noch nicht mal ihr Fachabi, so dumm wie die sind. Hallo. Mir hat nur heute mein PMT-Lehrer gesagt, du brauchst dich nicht eingebildet fühlen. Also, du bist auf jeden Fall schlauer als die anderen. Ich mir so, okay, das als Lehrer ist schon ein bisschen krass. Ja, vor allem peinlich für die anderen. Ja, das auch noch. Die studieren wollen. Ja. Aber als Lehrer so dazu sagen, ich denke mir so, okay, geht steil. Ich lasse das mal unkommentiert. Das ist hart, ey. Ja gut, wenn du denkst, was ich dir jetzt schon alles erzählt habe, ne? Ja. Da ist jetzt nicht gerade die, ja, mega Höhe bei. Die Überfliegerklasse. Ja. Alpha, Beta, Gamma. So, ich brauche Stein. Um Stein. Das war eklig, du Sau. Juck mich nicht. Ich weiß. Wir bräuchten echt so einen Geruch. Also, die Welt braucht echt so bei Videos von YouTube Geruch. Ja, bloß nicht, Alter, dann sind die alle schon, dann werden die alle vergast, wie die Juden. Hallo. Du weißt doch, wie YouTube-Community auf Ironie, Sarkasmus steht. Ja, das juckt mich nicht, ihr kleinen Pisser. Ihr könnt mir mal dick die Eier klutschen, wenn ihr den Scheiß nicht versteht. Danke. So. Die Meinung will ich hören. Jetzt kommt schon, wenn wir jetzt berühmter werden, wir jetzt, boah, ich geb denen ein D-Abo. Wenn du das noch einmal machst, willst du ein D-Abo. Wegsa. Die Abo. Schön, und jetzt? Ja.
Als wäre das irgendwie eine Strafe oder so. Vor allem, als ob man auf solche Leute einen Fick gibt. Das ist so ungefähr, ja, schön, dann deabonniere mich. Solche Videos sind eh nicht für dich gerichtet. Nee. Nee, ich kann jetzt nicht an mein Telefon gehen, ich bin am Aufnehmen. Mein Telefon geht, aber mein, dann hätte man, wenn man mich erreichen will, kann man auch mich auf dem Handy erreichen. Da gehe ich jetzt, da würde ich sogar eventuell noch dran gehen, wenn das jetzt echt dringend wäre und dem ich jetzt noch auf mein Handy anrufen würde, würde ich sogar dran gehen. Ja gut, je nachdem, wer da anruft, ne? Okay, mein Chef wird das nicht sein, ne? Also wenn der Bürgermeister anruft, dann habe ich was verbrochen. Kommt drauf an. Oh, du kannst dich freuen. Was stell mal vor? Bürgermeister. Ja, gut, doch, ich geb dir mal das und das. Okay. Bald sind Bürgermeisterwahlen. Wenn du jetzt einspringst, gibt es die nicht mehr. Gerne. Nee, lass mal den Pass weg, ey. Aber die andere ist noch schlechter. Die kommt aus so einem kleinen Dorf und will jetzt auf einmal so eine große Stadt hier. Wir können auch einfach die CDU mal wieder regieren lassen. Na, das wird nicht mehr passieren. Also nicht in der Stadt. Kommt drauf an. Aber CDU ist momentan eh immer... Ja, ja, das stimmt. Aber Problem ist, Essen war schon immer so SPD leider. Und das ist dann... Ja, wir hatten ja auch schon Zeiten unter CDU. Ja, das stimmt. Fand ich besser. Ja, gut, das hat... Da kommt dann eventuell wieder so eine Sache von wegen, ja, Hesse ja oder nein, ne, aber... Da denke ich mir, okay, das sind Diskussionen, da sagt er, kommt ein Bürgerentscheid, dann wird gesagt, der Hesse soll bleiben und fertig. Ja. Und da die Kosten eh wieder niedrig sind, weil es halt ja umgebaut ist, ist das dann auch wieder weniger das Problem. Ja, klar. Naja, ist der Grund, warum die CDU abgewählt ist, eigentlich schon wieder weg. Boah, scheiße, Patrick, wird ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich das noch verschönern soll hier richtig so. Wir brauchen Wolle. Für die Flaggen und alles. Ja, das auch, aber ich will ja noch am irgendeinen Rand machen, weil dieses mittlere Gebäude sieht so wie so ein Klotz aus und das gefällt mir nicht. Da machen auch keine Flaggen, was, weißt du? Ja, musst du gucken, was du machen kannst. Vielleicht irgendwie ein Stein, so eine steinmäßige. Es gibt ja, wenn du Ziegelstein machst, kannst du ja auch nochmal, dann sind da so Runde. Sind da so Rundungen drin. Ich bin mal überlegen. Vielleicht sieht das dann irgendwie noch halt so ein bisschen optisch. Mhm. Ansonsten, wenn dich halt die Form stört, musst du an der Form was ändern. Ja, die Form ist gut. Also so rechteckig ist gut, aber da musst du noch ein bisschen. Ich bin gerade an was an hier machen. Ja, ich meine, weil du gesagt hast, weil das mal aussieht wie so ein Klotz. Ja, das mittlere, das oberste, weißt du? Ja. LOL! Hm? Lass doch einfach mal die Shift-Funktion, auch wenn ich Shift die ganze Zeit gedrückt halte. Nimm doch einfach mal Shift die Funktion weg und lass mich einfach mal komplett den Berg runter segeln. Ist nicht schlimm, Minecraft. Vor allem, der geht auch dann direkt ein Sprinten, ne? Ja, du hast dann wird die richtig schöne Rabatz. Ah ne, das ist ja WW, also Doppel-W ist das ja, ne? Es ist auch Steuerung, aber ich bin hundertprozentig nicht auf Steuerung gekommen. Das hätte ich ja gemerkt. Ne, ich hab bei Achso, Steuerung, ja gut. Steuerung kannst du auch spannen. Ja, stimmt. Ist ja seit 7.1 oder sowas. 7.2. Hab ich noch nie genutzt, irgendwie. Ab und zu nutze ich's. Beispielsweise im Kreativmodus. Wenn du im Kreativmodus mit mir fließt und dann Dingens drückst, Steuerung, dann sprintet der mit mich. Achso. Dann fließt du schneller. Und das habe ich dann doch schon genutzt. So, und jetzt muss ich überlegen, wie wir, beziehungsweise wie ich... Am besten damit der Form kriege ich. Ach ja, ich bin noch mal ja beim weiter am Bauen da machen. Wolle haben wir noch nicht, das können wir auch später machen, das ist auch also nicht ganz so wichtig. So, das sieht schon mal, glaube ich, besser aus, ich hoffe es. Wenn wir da jetzt so Gitterzäune machen, was wird? Ja, ich weiß schon, wie ich das mache. Geil, wenn wir jetzt beide aufnehmen würden, weißt du? Dann könnten wir so aus Zeitperspektiven. Mhm. Was der eine gerade macht. Musst du aufnehmen. Nee, das war scheiße. Das war jetzt kacke gesetzt. So.
Nein!